Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktikspielspaßes und willkommen zurück zu Commandos 2 HD Remaster. Heute werden wir uns die zweite Trainings- bzw. Tutorial-Mission anschauen. Man kann hier nicht wirklich von Tutorial reden. Ich meine, Calypso hat im Gegensatz zum ursprünglichen Commandos, glaube ich, ein paar Tooltips mit eingearbeitet. Aber wie man nun genau vorgehen muss, beziehungsweise wie man das Rätsel, beziehungsweise die Aufgabe da löst, das ist einem immer noch so ein bisschen selber überlassen. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe das die zweite Mission jetzt schon mal gespielt, einfach um zu gucken, wie es so ein bisschen geht und so. Natürlich, ich habe das fast komplett mit einem einzelnen Soldaten gemacht. Erst die beiden, also erst am Ende braucht man eigentlich die beiden anderen. Aber quatsch mal nicht lange, klicken wir einfach mal rein. Ja, Trainingscamp Nummer 2. Okay, Jungs, diese armen Kerle sind von ihrer Einheit abgeschnitten worden. Mal sehen, ob wir ein wenig helfen können. In dem kleinen Haus befindet sich ein Funkgerät. Sobald die Lage unter Kontrolle ist, informieren wir über Funk das Hauptquartier. Ich würde gern wissen, was in diesen Kisten steckt. So, ich hoffe, mit dem Sound her ist es mal ein bisschen besser. Leider sind die Umgebungsgeräusche relativ laut. Also, hier das Gewehrgeballer. Ja, also, ich glaube, ich mache das mal tatsächlich noch ein bisschen leiser. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht ist es dann auch zu leise. Aber das nervt schon so ein bisschen auf Dauer. So, Spiel fortfahren. So, und, ja, also wir müssen den Soldaten hier oben helfen. Und wir haben hier einiges an Gegnern. 1, 2, 3 hier unten. Hier ist ein Offizier, der die drei so ein bisschen befehligt. Hier oben haben wir 3. Und hier an den Häusern sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier ist so ein Offizier, der immer durch die Gegend robbt und Anweisungen gibt. Und in dem Gebäude sind auch nochmal 2 Soldaten. Gut, dann nehmen wir mal unseren Kollegen hier. Das Ganze ist eigentlich relativ easy. Mit Tab und dann auf den entsprechenden Soldaten sehen wir das Sichtfeld von ihm. Das Gute ist, dass der Green Beret, der Green Beret nicht zu sehen ist, wenn er in dem ersten Sektor ist. So, den stechen wir ab. Zack. Und dann nehmen wir ihn einfach mit. Müssen wir ein bisschen uns beeilen, dass wir aus dem Sichtbereich rauskommen. Ja, er hat uns schon gesehen, aber er wurde nicht alarmiert. Man kann das auch, ich habe es versucht, ihn nur auszunocken und dann zu fesseln. Allerdings reicht dafür die Zeit nicht bei ihm, sondern er dreht sich zu schnell zurück. Und da wird man von ihm einfach angeschossen. So, wir looten ihn mal noch. Er hat eine Uniform, die brauchen wir nicht unbedingt. Aber das Gewehr werden wir auch noch brauchen. Lad das. Ach Mist, hat das. Kann er das wieder nachladen? Scheiße, lad dein Gewehr mal nach. Das war's. Er lädt es nicht nach. Mist! Wie kann man ihm die Anweisung geben, dass er das Gewehr nachladen soll? Das hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht. Wartet mal kurz. Ein kniffliger Job. Ich probiere mal kurz was. So, er hier. Hat das entladen, aber er hat noch ein Magazin. Das ist jetzt strange. Gut, aber das ist nicht so ganz okay. So schlimm. Wie bitte? So, wir werden uns jetzt. Ach so, halt. Klar, wir brauchen ihn hier. Und müssen ihm die Kippen geben. Ja. Ja. Und jetzt ganz einfach mit den Kippchen. Die können wir ihm zum Anlocken hier hinschmeißen. Überlass das mir. So. Die sieht er jetzt. Und dann können wir ihn gut abstechen. Komm her, mein Freund. Jetzt könnte man ihn auch umhauen. Das würde jetzt gehen. Ich weiß nicht, ob es dafür ja, Bonuspunkte gibt in irgendeiner Form. Eine Auswertung haben wir ja schon am Ende der letzten Mission gesehen. Die gibt es nicht wirklich. Die Frage ist, ob das jetzt nur bei den Trainingsmissionen so ist. So. Jetzt ist die Knarre auch wieder nachgeladen. Ich weiß nicht, wie man sie nachladen kann. So, wir speichern.
Wir heben natürlich die, die Kippen meine wieder Sache. Auf. So, den soll. Aha. Den Offizier mal. Jetzt hat er mit dem Sichtbereich markiert, aber ist auch nicht so schlimm. Ach nee, der wechselt jetzt durch. Das ist ja interessant. Wieso denn? Ja, Das ist mein Auftrag. Nimm ihn. Hör, nimm ihn. Komm, schnell aus der Sicht hier. Und ihn hier ab. Und dann loote. Du sollst ihn looten. Überlass das mir. Er hat noch eine MP dabei, das ist ganz nice. Wir legen mal die Uniform so. Das Lustige ist, dass man die Uniform auch stacken kann. Der kann so viel Scheiß mitnehmen. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir den Offizier da außer Gefecht setzen. Der quatscht da mit der Wand, das ist ziemlich lustig. So, nimm ihn und trag ihn hier. Das war knapp um die Ecke. Das ist mein Auftrag. So, der hat eine Pistole dabei, der hat Schlüssel dabei, die wir brauchen. Und er hat auch eine Uniform dabei. Die könnten wir, glaube ich, mit einem von dem anderen anziehen. Brauche ich aber so, wie ich das Level lösen will, nicht unbedingt. Der Green Beret hat auch eine Eigenschaft, der kann sich nämlich einbuddeln. Das kann man mit S machen. Kann ich euch mal zeigen. Und dann ist er quasi für die Gegner da nicht zu sehen. Aber er kann noch nichts machen dann. Also er muss quasi wieder bewusst aus der Situation oder aus der Position sich rausgraben. So, wir haben eine MP und wir haben ein Gewehr. Jetzt muss man hier mal so ein bisschen. Das ist mein Auftrag. Ein bisschen gucken, ob das funktioniert. Gut. So, und ihn knallen wir ab, genau. Man nimmt ein bisschen Schaden dabei, aber es funktioniert trotzdem ganz gut. An die hier oben kommen wir nicht ran. Ist erledigt. Dann können wir ihn erstmal looten. Er hat noch eine weitere MP mit dabei. Und auch eine Uniform. Ich habe die Musik ein bisschen leiser gemacht, wie ihr merkt. Ja, okay. Klickt sich mal dahin. So, dann das ist mein Auftrag. Er hat eine andere Uniform. Ja, Caesar hat eine andere Uniform dabei. Das ist auch scheint auch ein Offizier. Oder ist das ein Feldwebel? Das könnte ein Feldwebel sein. Das hier war, glaube ich, Offizier. Das könnte ein Feldwebel gewesen sein. Also Mannschaftsdienst gerade. Also mit. Wie war das? Mit Port-OP? Ach man, ey. Die bei der Bundeswehr noch sind oder war. Oder nicht, noch, wo es noch nicht so lange her ist, die werden es wissen. So, und jetzt. Bin schon weg, Sir. Können wir mal gucken. Aha. Ja, Gewehr verwenden, das sagt er mir jetzt. Das haben wir schon da unten verwendet. Verwende die F-Taste, wähle das Gewehr im Waffenbereich aus. Ziele mit dem Zeiger und schieße mit linker Maustaste. Wenn das Ziel außer Reichweite ist, wird das Zielfernrohr in Rot dargestellt. Denke daran, dass ein vom Feind gestohlenes Gewehr nur über begrenzte Munition verfügt. Ja, ich vermute auch eins von deinen eigenen Gewehren wird nur eine begrenzte Munition haben. So, komm, geh du mal wieder da hoch. Genau, zack, dann können wir ihn abschießen. Dann können wir ihn abschießen. Er hat jetzt... Was ist denn da los? So. Bin schon weg, Sir. Und jetzt können wir das Ganze sogar ganz elegant lösen. Steh mal auf. Wir müssen ja nicht nur töten. So, hier. Hau ihn um. Bam. Und jetzt fessel ihn einfach. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hat er noch irgendwas dabei, was wir gebrauchen können? Noch eine Uniform und noch mehr Gewehrmunition. Das ist gut. Und was ist hier in der Kiste drinne? In der Kiste ist Essen. Aha. Konservendosen. Eine einzelne Portion konzentrierte Nahrung. Tastenkürzel V. Wählen Sie unter dem Begriff Ausrüstung aus. Füllt die Gesundheitsanzeige Ihres Kommandos wieder auf. Lassen Sie Ihr Kommando eine Dose leer essen, wenn er verwundet wurde, damit er wieder zu Kräften kommt. Sie haben allerdings nur eine begrenzte Menge Nahrungskonserven zur Verfügung. Okay. Oder halt auch ein Erste-Hilfe-Set. Was ist da der Unterschied? Erste-Hilfe-Ausrüstung, heilt verwundete Kommandos, Tastenkürzel C, wählen Sie unter dem Begriff aus, ja bla bla bla, Erste-Hilfe-Kit, Sie können den Kommando, der das Erste-Hilfe-Kit trägt, auch heilen, indem Sie die Benutzen-Taste im Inventar anklicken und auf das Erste-Hilfe-Set klicken. Die Anzahl der einzelnen Päckchen im Erste-Hilfe-Symbol zeigt an, wie oft eine Ausrüstung, okay, also okay, dieses Erste-Hilfe-Set ist zwar größer, kann aber halt mehrere Ladungen haben,
Aber im Grunde ist es genauso wie mit der Nahrung. Wir können ja mal eine Dose mitnehmen. Das erste Hilfeset brauchen wir jetzt erstmal nicht unbedingt. Wir speichern. Und jetzt kümmern wir uns mit dem Queen Beret um die restlichen. Ihr seht schon, also hier in den Missionen ist es noch relativ einfach. Also die kann man jetzt hier im Prinzip nach und nach ausschalten. So, loote ihn mal. Oh, nee, halt. Ach, sehr lustig. Er kann ihn jetzt in Ruhe looten, obwohl da gerade der Offizier angerobbt kommt. Jetzt wollen wir mal gucken. Die Pistole ist G. Okay, da brauchen wir mehrere Schuss. Erledigt. Aber das war jetzt, ging auch. Habe ich beim Testspiel anders gelöst. So, ja. Eine Munition. Hier ist auch nochmal seine Uniform. So, und jetzt geht's den hier an, hinten im Kragen. Das Geile ist, die gucken alle, wenn wir uns das mal anzeigen, alle nach vorne. Das heißt, die können wir in Ruhe eigentlich umhauen und fesseln. Und es merkt keiner von den anderen. Das ist echt strange. Und ich habe jetzt auch rausgefunden, wie man die Karte drehen kann. Nämlich mit Alt und dann linke Maustaste. Also es ist kein stufenloses Bewegen oder Drehen. Also dafür ist das Zoomen stufenlos. Aber auch hier... Moment, ich such's gerade. Hier, Plus und Minus. Auch das ist, ich sag mal, man braucht's nicht wirklich. So, geh mal dahin. Und dann hau ihn um. Bam. Wir fesseln ihn in aller Arschruhe. Und die beiden kriegen es einfach nicht mit. Das ist echt lustig. So, dann speichern wir mal. Wir looten ihn. Er hat auch nur noch eine weitere Uniform. Die Uniform brauchen wir eigentlich gar nicht mitnehmen. Wofür? So, zack, das Gewehr. Und jetzt kümmern wir uns um den hier. Meine Sache. Zack. Wir fesseln ihn. In der Zwischenzeit können wir mal die Map drehen. Weil hier ist nämlich auch noch einer. Der hier. Den übersieht man nämlich gerne. So, jetzt kann er den letzten meine hier auf Sache. Der Seite umnieten. Zack. Wir fesseln auch ihn. Dann looten wir ihn natürlich, nehmen uns das Gewehr mit und dann kommt der letzte dran, der da noch draußen rumsteht. Kinderspiel. Zack. Und auch ihn fesseln wir. Also es wäre natürlich cool, wenn es in irgendeiner Form Bonuspunkte dafür geben würde, wenn man die nicht immer tötet, sondern einfach nur umhaut. Das war's. Oh, er hat nochmal eine MP dabei, das finde ich gut. Och, Uniform, brauchen wir nicht wirklich. Ich finde es witzig, dass die Uniform begrenzte Zeit hat. So, jetzt, ich weiß aber nicht, was die Uhr da oben zu bedeuten hat, wenn die aufploppt. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Oh! Wieso? Ah, das habe ich noch nicht gehabt, dass der von drinnen auf ihn schießt. Moment mal. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn ich irgendwo mal hier die... Ah, hier. Ja, er nimmt jetzt die Konserve. Ah, die geheilt ihn nicht komplett. Dass er rauskommt, ist auch ungewöhnlich. Das hatte ich in meinem vorhergehenden Test nicht. So, was hat er denn Schönes dabei? Pistole. Und eine Uniform. Offiziersuniform. Ey, komm, jetzt geh da rein. Presse, ey. Einverstanden. Hat die wieder fast runtergeschossen. So, das Gewehr. Und jetzt... Ach, er hat noch eine... Jetzt zieht er doch die... Nein, zieh nicht die Uniform an. Zieht er erledigt. Er hat sich wieder geheilt. So. Jetzt brauchen wir ihn. Steh mal auf. Hör mal, geh mal hier hoch. Du steh auf. Und geh mal hier hin. Ich speichere nochmal. So, dann. Warte auf Befehle, Sir. Ja. 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 Lass die mal aufhören hier. Was macht er denn jetzt? Ja. Hör auf zu schießen. Oh, Leute, warum schießen die denn? Ja. Wohin schießt denn der? So,
So, geht dahin. Hock dich hin. Ja. Ja. Du gehst dahin. Hockst dich auch hin. Ich weiß nicht, was er da ist. Ob das seinen Rucksack ablegt oder was? Oh, erstmal. Hallo, du sollst dich hinhocken, hab ich gesagt. Hab ich mir gedacht, Sir. Nein! Was macht er denn? Okay. Lol, er wirft den Molotow-Cocktail, den er dabei hat. Ja. Okay. Warum auch immer. So. Und dann hock dich hin. Jetzt müssen wir die Karten drehen. Das Witzige ist, dass die Kartenansicht für jeden einzelnen Kommando anders ist, glaube ich. So, okay, wir gehen mal alle drei jetzt da rein. Ah, hier, bitte. Okay. Steh mal bitte auf, das dauert ja sonst ewig. So, rein mit euch, rein mit euch. Jetzt haben wir hier nämlich eine Kiste. Da kann sich der Pionier mal bitte bedienen. Ja, Sir. Da sind nämlich die Minen drinne und eine Sprengladung. So, in Ordnung. Ihn hätte ich jetzt gar nicht gebraucht hier. Gebäude betreten. Wow, das kommt jetzt. Ja, Umschalttaste, linke Maustaste. Das ist jetzt im Prinzip das, was wir schon kennen. Da kommt der Tooltip tatsächlich ein bisschen spät, muss man sagen. So, wir drehen mal die Karte. So, speichern. Und jetzt muss ich hier oben eine... Das mit der Stolperfalle habe ich ehrlich gesagt nicht ganz gecheckt, weil... Ich liebe es. Irgendwas... Also eigentlich soll es ja auch noch Granaten geben. Aber davon habe ich jetzt hier irgendwie nicht... Also eigentlich im alten Kommandos, ich muss zugeben, ich habe mir natürlich so ein bisschen die... Jetzt hat er die Map wieder gedreht, warum eigentlich? Im alten Kommandos sollen wohl hier oben Minen drin sein. Ja. Aber vielleicht hängt das auch von der Schwierigkeitsstufe ab. Wie auch immer, wir platzieren hier mal die Sprengladung, die der dabei hat. Und außerdem die Panzerminen. Dafür hier bin ich ausgebildet. Und... Ja, ja, Konterangriff auslösen, alles klar. Das müssen wir uns noch ranholen. Und kein hier... Problem. Jetzt taucht diese Uhr wieder auf. Ich habe keine Ahnung, was sie zu bedeuten hat. Sie hat auch immer unterschiedliche Zeiten. Ob das ein Bug ist oder ob man die irgendwie antriggert. Jagen wir hoch. Weiß es ehrlich gesagt nicht. So, hier, unser Green Beret. Hat er hier noch was zum Looten? Eine Uniform. Gut, wir speichern. Benutzen das Funkgerät. Überlass das mir. Wir haben eine Funkmitteilung abgefangen. Eine gegnerische Kampfgruppe nähert sich rasch ihrer Position. Ein feindlicher Panzer hat Anweisung bekommen, sie auszuschalten. Zerstören Sie diesen Panzer. Oh, oh, oh. Ein Panzer. Gut. Den Konterangriff können wir hier unten auslösen. Wir bringen uns aber natürlich erstmal in Position. Wir drehen die Map mal hier so. Den Green Beret stellen wir dahin. So, jetzt ihr bitte euch hinlegen. In Ordnung. Wir wählen ihn. Ja, wir wählen ihn erstmal aus. Und wir speichern. Jetzt wir mal kurz, ich will mal ganz kurz gucken. Die MP ist auf der ist auf M, das Gewehr ist auf F und die Pistole ist auf G. M, F, G. Okay, er hat auch noch ein Messer zur Not. Alles klar. So, dann brauchen wir jetzt hier den Pionier. Wir speichern und lösen den Konterangriff aus. Denn wir müssen jetzt... Das mit der Stolperfalle ist, ich weiß nicht, irgendwie bin ich zu blöd oder das funktioniert nicht richtig. Ich vermute mal ich bin zu blöd, aber wir müssen das hier halt händisch auslösen. Und dadurch, dass sie da so mitten an der Karte reinploppt. Ging schnell, oder? Sehr gut. Ja? Damit haben wir schon mal einige... Oh, der steht ja. Hallo, leg dich hin. Jetzt können wir nochmal speichern. So, der ist nur betäubt, wie ihr seht. Der wird gleich wieder aufstehen. Ja, und da kommen noch ein paar reingerannt. Das ist mein Auftrag. Oh shit. Okay, das ist. Das habe ich so nicht bedacht, dass der den sehen kann. Okay. Zu Befehl. Wie bitte? Ah ja. Ja? Meine Sache. Gut. Oh, das läuft gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Leg dich hin. So. Ja. Ja. Ja? Oh, gut. Scheiße. Oh, der wurde erschossen. Okay, so geht's auch. Wir haben ja einfach alle jetzt mit dem Gewehr abgeschossen und jetzt muss der Panzer noch dran glauben. Kinderspiel. Beziehungsweise... Ah ja, da kommt der Panzer, okay. Sieht aus wie ein Panzer 3, würde ich sagen. Tucker, 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 tucker. Also es ist ein bisschen stümperhaft mit diesem Gegenangriff, aber es ist auf jeden Fall lösbar. Warum fährt er nicht weiter? Doch, jetzt fährt er weiter. Kavum! Und da geht der Panzer hoch. Also die Animation ist auch ein bisschen einfach gehalten, aber damit haben wir auf jeden Fall die Mission 2 gelöst. Ich bin mir sicher, es gibt auch andere Ansätze. Gerade mit dem Einsatz der Uniform kann man das Ganze sicherlich noch ein bisschen variabler, ein bisschen eleganter vielleicht lösen. Das waren aber jetzt, wie gesagt, nur die ersten beiden Trainingsmissionen. Das Ganze wird natürlich auch noch komplexer und die Anforderungen, dass man ja, also auch die Kommandos da wirklich sehr variabel einsetzen muss, beziehungsweise entsprechend ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten wird auf jeden Fall auch noch notwendig sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, lasst natürlich auch eine Meinung zum Spiel da, ob es euch gefällt, beziehungsweise ob ihr es noch von früher kennt. Wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, es kommt am 24.01.2020 auf Steam raus. Die Beta könnt ihr jetzt schon spielen, allerdings ist die im Moment zumindest nur über den Calypso-eigenen Shop erwerbbar. Dort kostet es, glaube ich, 16,99 €, also ist relativ günstig. Es gibt aber auch über Games Planet zu erhalten sein, der Steam Key, also über meinen Partnershop. Und mein Affiliate-Link findet ihr dazu in der Videobeschreibung. Allerdings kann man es sich bei Games Planet aktuell noch nicht vorbestellen. Wenn ihr mich aber unterstützen wollt oder würdet, dann würde ich mich natürlich drüber freuen. Und dann wartet vielleicht bis zum Release-Tag und dann könnt ihr am 24.01. den Steam-Key euch bei Games Planet holen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Mein Dank geht noch raus an meine großen Unterstützer Parsival, Kulle, Ködö, Krongsturm, Danny und 122er. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.